Ich sitze hier heute mit Dr. Ilona Zwielong und Falk Itzeroth, den Medienpädagogen der RWTH. Und die beiden werden mir heute mal was über Jugendphänomene erklären. Herr Itzeroth, der Fidget Spinner-Trend ist schon so ein bisschen vorbei, aber das hat uns alle ein bisschen beeindruckt. Ich glaube, alle Kinder in Deutschland hatten so ein Ding. Wie ist das entstanden? Ja, wir reden ja hier von einem globalen Trend. Das war auch so das erste Mal, dass wir sowas beobachtet haben. Und war für uns als Medienpädagogen auch sehr, sehr spannend. Ausgegangen ist das von einem YouTube-Video, was ein Typ in seiner kleinen Werkstatt angefertigt hat. Und da ging es direkt wirklich um die Geschwindigkeit. Also dieses YouTube-Video ist ganz rudimentär, dieser Spinner, und da drehte sich das ganz extrem. Das wurde von einem YouTube-Star aufgegriffen. Und von da an haben wir das eigentlich als Hype sozusagen wirklich verfolgen können. Und das ist sehr, sehr spannend, weil die eigentliche Schöpferin dieses Fidget Spinners, die Catherine Hettinger, die das Patent darauf hatte, ist vollkommen leer ausgegangen. Also die hatte das entwickelt, Hasbro hat das nicht produziert. Und wir reden hier wirklich von einem YouTube-Video, was so einen internationalen Trend auslöst. Den Begriff Jugendkulturen, kann man den so definieren? Ja, im Grunde genommen sind Jugendkulturen Lebens- und Handlungspraxen, in denen vor allen Dingen Kinder und Jugendliche ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen artikulieren. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass sie sich gerade außerhalb von institutionalisierter Kontrolle und pädagogischen Kontexten bewegt und entstehen. Und somit bilden sie natürlich im Grunde genommen ein Gegenbild zur bürokratisierten und institutionalisierten Welt hier. Und oftmals sogar sind sie sehr, sehr kritisch, ja, also von partiell kritisch bis total kritisch, und erlauben natürlich dadurch auch gesellschaftlich abweichendes Verhalten. Und so Trends wie jetzt der Fidget Spinner, kann man sowas voraussehen? Wir würden es gern voraussehen. Also das ist natürlich genau das, womit wir uns beschäftigen. Ab wann wird es ein Trend? Es gibt die sogenannte Hype-Kurve, da können wir wenigstens abmessen, ab wann ist der Trend schon wieder vorbei. Und es wäre wirklich schön, wenn wir Messinstrumente hätten, wirklich von Anfang an zu sehen, das könnte ein Trend werden. Aber das gibt's nicht. Wir sind dann auf der Suche nach, wo hat es angefangen. Wir können es ab einem gewissen Punkt halt beobachten, aber direkte Voraussagen können wir tatsächlich nicht tätigen. Früher gab es auch Trends. Was ist der Unterschied zu heute? Ja, damals waren die Trends eher lokal und regional. Das sieht man heute noch zum Teil bei Kleidung. Das ist bis heute noch zum Teil so. Und auch bei gewissen Jugendszenen wie Hip-Hop oder so. Das ist noch sehr lokal. Ansonsten verläuft heute eigentlich alles über Social Web. Also über Social-Media-Kanäle wie YouTube, Facebook, Instagram und Co. Da werden heutzutage Jugendkulturen verbreitet und jugendkulturelle Trends. Und spannend ist natürlich auch, dass sie heute wesentlich mehr kommerzialisiert werden. Also sprich, man achtet darauf, dass gewisse Stars wie Miley Cyrus gewisse Dinge tragen, ja, oder Ronaldo oder Co. Ja, oder Bibi ist zum Beispiel auch ein typisches Produkt des heutigen digitalen Zeitalters. Ne? Und der Verbreitung natürlich von entsprechenden Trends. Okay. Ja, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Bitteschön. Ja, bitte.